Da, oh, das muss ganz schnell verschwinden hier. Ja, ich hab noch was dazu. Ach, gebissen wurde ich ja zum Glück von dem dreckigen Werwolf nicht und der andere ist ja feige abgehauen. Aber das war eine Aktion, also. Jetzt sind die schon in der Mine. Die haben bestimmt was mit dem Herrn Tobias zu tun. Oh. Entschuldigung. Ja. Ich wollte mal fragen, ob man sich bei Ihnen als Stadtwache bewerben kann. Ja, das kann man. Können Sie Dann würde denn ich. mit Pfeil und Bogen oder Schwert umgehen? Ja, mit Pfeil und Bogen kann ich gut umgehen und mit Schwert auch einigermaßen. Okay, was für feindliche Tiere haben Sie denn schon erlegt? Skelette, Zombies, was noch? Eigentlich. Dann noch diese komischen Golem-Viecher. Okay, und haben Sie auch schon mal so einen dreckigen Werwolf erlegt? Nee, ich habe noch keinen gesehen bis jetzt. Das war eine Explosion. Ach ja, die Viecher habe ich auch schon erlegt. Ja, na, die sind ja ganz leicht, die töten sich von alleine. Ja, aber Ja. ohne sie sich jetzt getötet haben. Dann muss ich die jetzt aber noch einen Test unterziehen. Ich hoffe, also wenn der jetzt so positiv ausfällt, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Und negativ? Dann töte ich sie. Ja, okay. Warum? Ja, da haben sie Glück. Ist positiv ausgefallen. Dann kommen sie mal kurz mit. Hab mal eine Frage. Ja. Was sind das für Ballondinger? Das müssen Sie den Herrn Darko fragen. Der hat die mal verkauft und. Ja. Und wie ich sehe, sie verkaufen einen Rucksack. Ja. Können Sie die aber neuerdings herstellen oder wie? Ja, aus Tierhaut. Oh. Ganz besonders aus Werwolfsfell. Okay. Na gut, Herr Ben, kommen Sie mal mit. Vorneweg, seien Sie auf der Hut, denn in der Gegend streifen auch gerne mal Werwölfe herum. Okay. Als erstes kriegen Sie die Kugel. Davon habe ich 6 Stück. Okay, dann können Sie mir die wiedergeben. Haben Sie bitte immer eine parat, denn vor allem in der Nähe von dem Herrn Tobias. Wenn Sie die in der Hand halten und über seinen Kopf gucken, wissen Sie schon Bescheid, warum. Ja. Dann gibt es einmal hier ein Schild, ein Schwert und eine komplette Ausrüstung für Sie. Da Sie jetzt zur Stadtwache gehören, sind Sie der Einzige, der ein Eisenschwert sowie eine Eisenrüstung tragen darf. Okay. Und lassen Sie sich vom Herrn Ramon, der gehört ja auch zur Stadtwache, noch ein Silberschwert für die Werwölfe anfertigen. Okay. Das werden Sie definitiv brauchen. Mit Eisen kommen Sie da nicht weit. Ich werde hier unten noch ein paar Kisten reinstellen, wo was die Monster so fallen lassen, reinkommt. Okay. Wenn Sie jetzt Glück haben und einer von diesen grünen Zombies lässt natürlich mal Geld fallen. Stecken Sie sich das ein, das macht jeder aus der Stadtwache so. Okay. Ansonsten, das Zeug, was da die Monster fallen lassen, wird verkauft und es wird dann aufgeteilt, das Geld. Da werde ich extra noch eine Kiste anlegen, wo wir das lagern. Und ja. Also das Zeug, was sie fallen lassen, kommt dann hier. Ja, ich werde hier dann noch ein paar Kisten aufbauen, die Tage, und da kommt dann das Zeug alles rein. Okay. Da wir jetzt noch kein Stadtwachenlager haben, ich weiß auch nicht, wann das mal gebaut wird, lasse ich die Kisten erst einmal hier drinnen stehen, weil in das Haus kommt keiner rein. Ja, ansonsten. Ja, aber hier, das Silberschwert, das kostet mich wahrscheinlich dann ein bisschen, oder?
Das bezahl ich dann. Okay. So teuer ist. Soll ich das dem Herrn Ramon dann so sagen? Ja, sagen Sie ihm, Sie gehören jetzt zur Stadtwache, Sie brauchen ein Silberschwert für die Werwölfe und dass ich das dann bezahle. Okay. Ja. Das sag ich ihm. Dann dürfen Sie die Stadt beschützen. Okay. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Nur das wäre es eigentlich. Okay. Ganz besonders das beim Fräulein Sissy aufpassen. Da hinten laufen gerne mal sehr viele Monster rum. Okay. Ja, das hört man. Das hört man nicht nur, das sieht man auch gerne mal, wenn die Tiere wieder frei rumlaufen. Okay. Ja. Ja, die Monster schrecken die immer auf. Ja, dann war's das. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, das gleiche wünsche ich Ihnen auch. Jo. Und dann noch. Herr Ben, so einen Rucksack haben Sie aber schon, oder? Ja. Okay. Ja, dann war's das. Ja, okay. So, Gott, nur eine Frage noch. Wo wohnt Herr Ramon? Hier, bei der Schmiede. Ach so, okay. Danke. Bitte. So. Oh, die Baumfarm steht. Das ist super. Ich brauche schon wieder Essen. Mann, Mann, Mann. Ui, Fräulein Sissy. Das sieht ja mal richtig schön aus. Das, ihr Haus kann ja fliegen. Boah, das gucke ich mir gleich mal genauer an. Klasse aus. Das sieht aber auch richtig gut aus. Nicht, dass uns das Fräulein hier irgendwann davonfliegt. Das ist aber... Hä? Ich habe nichts gemacht. Das war auf einmal... Oh, das ist mutig. Einfach so das Gold hier so rumliegen lassen. Ach, Herr Ramon. Sie machen so... Ah, genau, ich muss hier noch... Stadtwache war hier. Da. Ben. Nie so. Ach, das Fräulein Sissy. Hier könnte das Haus für die Stadtwache entstehen. Genau. Hier ist genug Platz. Ja, gut. Oh, der Herr Tyrox ist da. Jetzt kann ich ihm sein Zeug bringen. Ja. Dann einen kleinen Moment, dass... Herr Eckmann, dass du jetzt auch noch sagen, dass er die Kosten übernimmt. Okay. Ja, das sind die Kosten der Stadtwache. Ja. Ich habe ihr Holz dabei und ihre Türen. Das ist wunderbar. Danke. Wie viel Holz? Das wird da wohl erst einmal reichen. Oh ja. Oh. Verrechnen Sie es mit dem Silberschwert für den Herrn Benny und fertig. Vorsicht. So. Und können Sie mir dann auch so ein Silberschwert oder für den Herrn Benny und mich so ein Silberschwert anfertigen, wie Sie das haben? Ja. Okay. Es wirkt halt ganz besonders gut gegen diese komischen hier grünen Kerle und diese
Knochengerippe. Was weiß ich. Ja, ich denke mal, gegen Werwölfe wird das auch was bringen, weil es aus Silber ist. Ja. Gut. Stimmt. Habe ich noch nicht getestet, wie gesagt. Ja, ich kenne. Ich weiß, wo sich öfters mal ein Werwolf rumtreibt. Da kann ich das demnächst mal testen. Mhm. Zumal ich mit dem Herrn Melvin heute einen in der Mine eingesperrt habe. Oh, okay. Ja, der stand da so rum, weil wir. Der Herr Melvin wollte was für den Herrn Tobias ein Schild da lassen. Und als wir da reingingen, stand da auf einmal so ein dreckiges Vieh. Und ja, als wir den angegriffen haben, ist er einfach feige abgehauen. Mhm. Merkwürdig nur, er hatte eine Eisenrüstung an. Entweder wissen die, dass die in der Stadt unerwünscht sind und sterben werden, dass sie sich jetzt versuchen zu schützen, oder der hat die irgendwo anders her. Oh, wir sollten vielleicht mal dem Fräulein Sissy da hinten zur Hilfe eilen. Ja. Ich bin schlecht. Oh-oh. Heißte, heißte. Oh-oh. Das. Es ist ein fliegendes Haus. Fliegendes Haus. Das Haus auf meins. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wir möchten nur hoffen, dass das Fräulein Sissy uns nicht davonfliegt, sonst haben wir nichts mehr zu essen. Nicht gehen. Ich geh ins Leben. Was ist denn das, Leute? Danke. Hoffentlich fliegen sie uns nicht davon. Stimmt, ich sollte noch einen Angeln machen. Ja, denn sonst haben wir nichts mehr zu essen. Das wäre nicht so gut. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Da kommt noch einer, Herr Ben, da kommt noch einer. Also, sie müssen hier definitiv mal was machen. Die Monster werden hier magisch angezogen. Da hinten kommt schon wieder der nächste. Ja. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Dreck dabei. Wollen Sie sie da einbauen oder was? Da fliegt sie uns auf jeden Fall nicht mehr davon. Dann kann ich aber keine Listen produzieren. Guter Plan. Wir würden Ihnen das Zeug alles dann ins Loch werfen. Dann können Sie auch Essen produzieren da unten. Nein, kein Interesse. Hey. Ich mache erstmal das Schwert und dann. Ja. Die zwei Schwerter bitte. Ja, genau. Okay. Ja. Ja. Ach, das war. Was? Wo? Wie? Weshalb? Ich weiß, dass Ihr Haus nicht schön aussieht, aber Sie müssen es nicht gleich in die Luft jagen. Hatte ich nicht vor.